Irland vor Referendum über Abtreibung, Propaganda in Dauerschleife. Die Iren stimmen über Abtreibung ab und werden online von religiösen Eiferern aus dem Ausland mit Spots bombardiert. Wirkt sich das auf das Votum aus? Wer in Irland in den vergangenen Wochen Facebook besucht hat, könnte Videos gesehen haben wie dieses: Ein Mann mit grauen Haaren, grauem Anzug, roter Krawatte, schaut direkt in die Kamera. Ich bin Doktor. Anthony Levatino, praktizierender Geburtshelfer und Gynäkologe. Levatino spricht Englisch mit einem amerikanischen Akzent. Er sagt, er habe mehr als 1200 Abtreibungen durchgeführt und wolle erklären, wie eine Abtreibung während der ersten drei Monate einer Schwangerschaft funktioniere. Der Mann beschreibt, welche Medikamente dabei zum Einsatz kämen, um das Baby zu töten und was geschehe, wenn Ärzte trotzdem chirurgisch eingreifen müssten. Begleitet werden seine Erklärungen von teilweise drastischen Animationen. Detailliert geht Levatino darauf ein, welche medizinischen Komplikationen möglich sind. Auch zum Tod der Mutter ist es schon gekommen, warnt der Mediziner. Er selbst sei irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es falsch sei, ein Kind während einer Schwangerschaft zu töten.